Hallo und herzlich willkommen hier bei Guide Frog live auf Twitch. Und ich muss erstmal mein Mikro ein bisschen runterstellen und der Bob van Rock, der zeigt mir gerade, der wollte mich mit dem Baseballschläger verhauen. Oh, oh, oh. Gunfrog. Brin, nein, wie? Ich fall, du haust mich um. Du kannst ruhig sprechen mit mir. So eine Testaufnahme, du hast eine Latte. So, sind wir schon zu hören? Erzähl. Wollen wir eine Forest-Runde streamen? Wollen wir streamen eine Runde Forest? Wie findet ihr das? Einmal in the Forest im Multiplayer zusammen mit dem Bob van Rock. Ja. Und wenn die Musik zu laut ist, dann ja, dann lasst es mich wissen. Schreibt das unten bitte in den Stream rein. So ist das. So, kannst du mal gucken, ob ich überhaupt online bin. Ach, cool. Die sieht ja cool aus. Ja, auch cool. Vielen Dank. Das ist schön, du bist jetzt gerade live. So, ich bin da. Das ist schön. Ich freue mich, Gigi, und ich freue mich, dass der Männer auch da ist. Hallo und herzlich willkommen bei Gunfrog. Und wir suchen uns jetzt mal ein Spiel raus. Eigentlich wollte ich heute gar nicht streamen, weil ich muss heute eigentlich noch so viel machen. Ich muss noch meine Klamotten zu Ende packen, weil morgen geht's auf große Reise für die nächsten 14 Tage. Und na, ist egal. Wir machen mal ein Stündchen Stream. So, ihr seht jetzt noch auf dem Testbildschirm. Das ist auch gut so, weil ich muss erstmal Forest suchen und öffnen. So. Ach so, wir müssen ja das TS auch noch aufmachen. Ach, das ist jetzt alles so spontan, aber das macht gar nichts. So. Und ich finde das echt geil, dass ihr Ark spielt. Weil ich habe Ark auch. Ja, ich spiele es auch Ark. Aber leider kann ich das nur low spielen. Sonst habe ich so einen Ruckelzuckel. Wie der Marcel vorhin oder jetzt gerade im Stream. So. The Forest. Suchen. Ach, ich muss ja noch. TS muss ja auch noch auf. So, machen wir mal. Hi, mein Schatz. So. Gleich geht's los und keiner kann's halten. Ne? Ich mach jetzt TS auf. So, wieder mal Rohmaterial für YouTube. So, wir haben, ich glaube, auf YouTube bis zum 21.07. noch Vorlauf. Okay. So, ich gehe gleich runter in die Aufnahme. Hallo, Bob. Hallo, Gani. Ja, Bob van Rock. Der sitzt auch neben mir. Meine Keule. Ich glaube, das ist das einzige YouTuber, was ich hingekriegt habe, wa? Ich hoffe, ich bin noch gut zu hören. Ich muss mal die Mucke jetzt mal ein bisschen leiser machen. Warte mal. Unomo und Mento. Okay, so, dann muss ich hier noch aufmachen. So. Gleich geht's los. Wir gehen gleich online. 2-3 Minütchen. So. Das legen wir jetzt mal hier rüber. Okay, so, dann machen wir jetzt mal Team auf. Forest, da ist es. So. Ja, wir sind immer noch dabei, ein Dorf zu bauen. Ja. Ja, ja, immer noch. Ja, ja, ich glaube, unser Dorf ist schon 4 Häuser groß. Ja. Ja, so 4 Häuser. Ich würde sagen, wir erkunden die Höhle weiter, wa? Ja, mal schauen. Wir gucken mal. Mal sehen, was uns da so erwartet. Gestern war es ganz schön laggy bei mir. Ich glaube, du spielst auf Twitch immer noch
Euro Truck Simulator 2. Auf Twitch spiele ich immer noch Euro Truck Simulator, aber das ist jetzt. Ach, furz egal. Wie läuft's denn gerade, Gigi? Bisher müsste es ja noch flüssig sein bei euch, ne? Eigentlich müsste es überhaupt flüssig sein. So, Koop. Postgame. Continue. Tag 24. So. Ton und Bild läuft, das ist schön. Noch. Nein, ich streame ja nicht mit Full HD, ich streame ja nur mit 750. Bei dir läuft's nicht. Warum? Hab aber trotzdem den Ladekringel. Aha, das ist ja echt komisch. So, warte mal, ich muss noch mal den Bob einladen, ganz schnell hier. Vielleicht solltest du doch mal, Gigi, vielleicht solltest du doch mal, mal gucken da bei dem Reassessor. Schau dir mal das Video an und da kannst du so einiges umgehen. So, hast du Einladung bekommen? Ich bin in der Lobby, ja. Du bist in der Lobby, das ist Shane. So, Start Game. Bin nicht zu laut oder so, ne? Nein. Gut. Samstag, Livestream und Ladekringel. Das ist ja echt scheiße. Versuch das mal, was ich dir da empfohlen habe. Da läuft es garantiert besser. Habe ich nämlich auch. So. So, ich habe schon die Axt. Die Axt im Walde erspart zu Hause den Zimmermann. Hi Marcel. Hi Marcel. Willst du schnell mit reinkommen auf Forest? Ja, das würde mich voll freuen, Marcel. Ja, mich auch. Bei GG läuft der Stream nicht. Der buffert. Dürfte eigentlich gar nicht sein, weil ich stream ja nur mit 750 und ja. So, einen kurzen Augenblick, dann ist er wieder dick. So, wer Date Ariane bei mir sehen möchte, kann das leider nicht auf YouTube tun, weil YouTube wird mich da rausschmeißen, weil wegen Möpse zeigen und so. 2 Wochen könnt ihr das hier noch auf Twitch bei mir machen, da könnt ihr noch Date Ariane gucken, danach ist das Video automatisch hier auf Twitch gelöscht. Ist ein echtes Highlight, haben wir gestern gestreamt, also ich fand's echt lustig. Ich hab's mir nochmal angeguckt die Nacht und ja, war geil. Ja, da bist du halt so ein Blind Date und du musst da versuchen, so ein Mädel da natürlich in die Kiste zu kriegen. Und ich bin fast nur gescheitert und es war Frust pur, war das. So, kein Bild vom Spiel. Ich bin auch noch nicht im Spiel drin, ich habe immer noch den Startbildschirm an, den Testbildschirm. Die Musik läuft auch noch. Denn Forest ist noch nicht, ist noch nicht fertig mit Laden. Und ich lade kein Dings nix hoch eigentlich. So. Also ich bin noch nicht drin. Life is life, na 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 na. So, jetzt ist das wieder abgekackt, jetzt müssen wir das wieder aufmachen. Ach. Und wir stellen auch gleich um. 1-2 Minütchen, da sind wir soweit. Jetzt ist meine Maus weg. Warum ist meine Maus weg? Ach ja, darum. Ja, andere freuen sich ja, wenn die Maus weg ist, ich nicht. So. Gleich geht's los. Du brauchst noch einen Moment. Du hast aber schon das Beil, ne? So. Okay. Ich weiß nicht, warum Trainer der das activated. Jetzt nimmt er. Cheat activated. Und dann war das hier noch. Perfekt, Keule ist da. So. Und der Gunfrog stellt jetzt um.
Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt los? Ach, fuck it. So, der Gunfolk stellt jetzt um. Cheat activated. Uno Momento, jetzt gibt's ein schwarzes Bild, aber das wisst ihr ja selber. Nicht wundern. Gleich sind wir online. Gameaufnahme. Und wir gucken mal. The Forest. Jawohl. So, dich legen wir mal ganz nach unten. So, und jetzt müsste das auch funktionieren. Freunde der Nacht. So. Meine Maus ist schon wieder weg. Jetzt bin ich da. Mit Hintergrundmusik. Deep Sound Mix 2016. Aber den wollte ich eigentlich ausmachen. So, wir machen mal, ich mach mal kurz nochmal aus hier. Die Musik. So, zack, besser ist es. Okay. So, und da sind wir. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Hallo Bob van Rock, du alter Sido-Verschnitt, du. Ja? Ich bin direkt hinter dir. So, schau mal. Hier, da. Da bin ich. Nicht. Aha, du siehst mich nicht. Forrest, geht auch. Läuft perfekt, das ist gut. Aber Bob van Rock sieht mich nicht. Ich bin der Geist. Auf der Treppe stehen. Ich bleib auf der Treppe stehen. Ich bin der Geist, der auf der Treppe Schalen zerbricht. Nein, wir schänden niemals Leichen. Sowas machen wir nicht. Bett bei mir fehlt alles. Mhm. Das ist bestimmt so ein Bug, wie ich gestern hatte, weißt du, als bei mir das Licht nicht an war. Ah, jetzt baut sich alles auf. Es baut sich alles auf, das ist ja schön. Ah, da bist du. Ich bin da auch, der Gunfrog, der ist wieder sichtbar geworden, so ein Scheiß aber auch. Jetzt wollte ich den von hinten verkloppen, weißt du, er hat mich ja nicht gesehen. Ja, so Mist aber auch. So! Das ist unser Haupthaus hier. Und hier sind auch Blümchen, die werde ich mal noch sammeln hier. So. Unser Haupthaus. Ja, mit Garten. Schwebender Lampe. Gartenhäuschen. Ja, Bob muss noch was essen gehen. Und hier geht es dann auch schon hinein. Und heute brennen bei mir auch die Lampen. Gucke in der Schau. Das ist ja schön. So, mitten im... Ja, toll. Haben wir hier ein paar Büsche. So, okay. So, hier ist unser Tisch. Da essen wir immer Frühstück, Mittag oder Abend. So, und hier... Hier ist unser Kamin. Oh, ich bin gerade ganz schön lucky, Alter. Das ist unser Kamin und fast alle Häuser, die, ja, die sind so gebaut. Fast alle. Heute ist auch der Balken weg, guck mal. So, Judy. Jetzt muss der Gunfrog erstmal was essen gehen. Ich gehe jetzt eaten, dann kann ich besser cheaten. So. Gucken wir mal. Ureinwohner sehe ich noch keine. Ja, hier ist noch ein kleines Haus. Da vorne ist eigentlich unser Haupthaus. Und meine Falle ist weg. Das ist ja auch nicht schlecht. Und hier hinten haben wir, glaube ich, noch ein ganz großes Haus. Da gehe ich mal schnell hin mit euch. Ah, da hinten ist es. Ja, blöderweise, der Wald, der war hier schon gar nicht mehr zu sehen. Den hatten wir ja hier völlig erodet. Und mit dem neuen Patch... 41B, glaube ich, und 41, ja, war das? Ja. War der Wald wieder da. Und blöderweise, jetzt habe ich ein Standbild. Und blöderweise sind die ganzen Bäume hier im Haus
wieder mit gespawnt. Alter! Ich hör was. Da kommt eine Mutti auf mich. Ihr Ritten hier irgendwo her. Warte mal. Hier ist. Ah, da ist er. Hallo Schönheit! Komm, bleiben du hier. Gunfrog machen Liebe lang. Oh, du, nein, du sollst sie nicht hauen. Oh, lass sie bitte heile. Guck mal. Nippel. Yep. Ah, die hat schlechte Zähne. Das ist, ja, ist für dich, kannst du behalten. So. Gigi, wie läuft's denn mit dem Stream? So, wir gehen mal. Warte, Bild. Wir gehen mal ganz schnell. Was hast du für eine Leitung? Ich habe eine 50.000er. Ich glaube, so wie man. Ne, Marcel müsste, glaube ich, höher haben, ne? Oh, unser 14 ist online, sehe ich gerade. Oder sein Sohn. So, ja, hier ist das große. Quatsch. Da ist das große Haus. Flüssig. Ah, perfekt. 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 Den Bob, den hört man jetzt gar nicht im TS. Gar nicht. Du sprichst immer so leise. Nee, ich spreche überhaupt nicht leise, oder? Doch, du sprichst leise. Ich spreche überhaupt nicht leise. Doch, du bist so ein ganz stiller, so, weißt du? Niemals! Niemals! Meine Fresse. Was ist denn das heute? So, das ist das größte Haus, was wir gebaut haben bisher. Ja, und die Bäume, wie gesagt, die sind auch alle wieder gespawnt. Du kannst hier einmal rumgehen. Einmal rund ums Haus hier, so schöne Terrasse hier am See. Ja, so. Hier sind die Kerzen aus, ich fasse es nicht. Ah, du hörst den Bob, ja, aber nur, wenn er lauter spricht. So, hier mitten in unserer Tafelrunde hier sind die Bäume gespawnt. Das Blöde ist, wenn wir die jetzt hier weghacken würden, dann würden die alle aufs Haus fallen und dann würde... nein, habe ich gar nicht. Ich habe nie, never große Klappe. Ich doch nicht. Ich weiß gar nicht, wie große Klappe geschrieben wird. Ja, wie gesagt, hier wieder mit Kamin und wenn wir jetzt die Bäume hier wieder fällen, und wenn wir die jetzt fällen würden, dann würden die aufs Haus fallen und dann würde das Haus kaputt gehen. Doch, ich muss im Garten. Ich will nicht im Garten. Ich muss da noch hin, weil ich muss meine Klamotten nämlich noch holen aus dem Garten. Ich muss nämlich meine Fließjacke noch holen. Ich muss meine Badehose noch holen. Ich muss noch Socken holen von da. Das ist ganz wichtig, aber... ich werde mal so ein halbes Stündchen machen hier. Was für ein Garten? Ja, der Garten Eden, den ich mal gepachtet habe. Der Garten Eden, der ist in Schweden. Und ja. Genau. So. Ach, apropos Garten. Marcel, ich brauchte mir keine neue Folie kaufen. Ich habe den Übeltäter gefunden. Es war die Naht und ich habe sie erfolgreich geflickt. Ja, ich muss unbedingt in den Garten, weil ich muss da, wie gesagt, noch Klamotten rausholen, weil wir ja morgen auf große Tour gehen. Die nächsten 14 Tage. So, wir haben ja auch eine Straße gebaut. Habt ihr ja vorhin gesehen. Du musst noch aufnehmen heute. Ja, ich weiß nicht. Also ich werde es wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Nee, richtig normal mit hier diese Flicken hier. Den Teich, die habe ich dann längst geschnitten. Und habe die dann mit diesem Special Kleber. Das ist auch so ein Unterwasserkleber. Kostet so eine Tube 35 Euro. Haben wir das denn geflickt? Ja. So. Besser die 35 Euro zu löhnen als 300 oder 400 für die Folie. Und ich habe diesmal einen Puffpool. Ja, ich habe ja im letzten Jahr hatte ich ja meine Unterwasserbeleuchtung in Blau gehabt und dieses Jahr ist sie rot. So, dann kannst du ja gleich Ariane einladen. Da können wir gleich Ariane einladen, genau. Ariane, ja, wer Bock hat, Ariane zu sehen, kann das gerne machen. Hier bei mir auf dem Channel
Wird auf YouTube nicht erscheinen. Ariane ist cool. Also die ist so cool, die lässt sich sowas von abblitzen. Und wenn du denkst, du hast es soweit, dann ja, ach, guckt's euch selber an. Ariane ist ein Miststück, so. So, jetzt haben wir gegessen. Okay, Keule, was wollen wir jetzt machen? Wir gehen wieder in die Höhle, wa? In welche Höhle? Wo wir letztens drin waren. Die letzte Höhle, wo wir waren, das war wo? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Moment. Das war doch gestern erst. Gestern? Nee, vorgestern. Haben wir nicht gestern Forest gestreamt? Nee, gestern haben wir nicht gestreamt. Ah, nee, gestern habe ich ja Ariane gestreamt, stimmt. Und ETS. Und ETS 2, ja, genau. Wir gründen eine Firma. Ja, und wir haben schon wieder Kohle zusammen für unseren nächsten LKW, den ihr natürlich bestimmen könnt. Ihr könnt bestimmen, welchen LKW wir als nächstes kaufen. Farbe und so weiter und so fort. Und ihr werdet natürlich... husten. Und ihr werdet natürlich eingesetzt oder mit reingesetzt als Beifahrer beim Gunfrog. Und ihr bekommt sogar noch ein Namensschild. Ja, also derjenige, der sagt, welchen LKW wir als nächstes kaufen wollen, der wird beim Gunfrog als Beifahrer, oh, da ist einer, als Beifahrer mitfahren und er wird auch namentlich benannt. Oh, hier, ich bin die Zahnfee, ich nehme also mal einen Zahn mit hier. So. 7 Days, nee, habe ich noch nicht. Wollte ich, das ist, glaube ich, momentan noch im Angebot, ne? Weil es 7 Days? Ja, ich glaube für 9 Euro. Ja, vielleicht sollten wir es dann doch holen, wenn wir jetzt, wenn ich wieder da bin. Da ist der Summer Sale vorbei. Ich höre noch was. Geht nur noch 3 Tage. Ja? Ja. Na, vielleicht, guck mal hier, kannst du aufnehmen, den Lurch. Vielleicht, ja, mal sehen, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Vielleicht, dass Keule das kauft und dann kriegst du von mir das Geld wieder. Keule, hier liegt ein Lurch, kannst du den aufnehmen? Hier ist einer. Ja, lass ihn. Nee, Lurch habe ich voll. Ah, Lurch hast du voll. Nein, geh mal vor. Ich weiß jetzt nicht, wo du hin willst. Ich sehe dich jetzt auch. Da bist du. Okay, da. Ach, die große. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja, das ist ja jetzt hier Summer Sale bei Steam. Noch 3 Tage, sagt der Bob. Und, wir haben uns gestern, haben wir uns Worms Armageddon gekauft. Und da wird es dann auch irgendwann mal einen Stream von geben. Aber erst so nach und nach. Ich muss erstmal Risen beenden und das dauert ja auch noch eine Weile. Mit Risen 3 und ETS 2 und Forest und so weiter. Ihr wisst ja selber, wie das ist, wenn man so 3 Sachen, so 3 Projekte hat, das reicht völlig aus. Das ist auch ganz schön anstrengend, das immer. Ey, du läufst gerade auf der Straße. Was, es regnet? Nee, bei uns nicht. Bei uns scheint die Sonne. Sonnenschein. Das glaubt kein Schwein. Hier ist das Loch. Wollen wir jetzt hier rein oder was? Ja. Los, ab in die Höhle. Hab ich euch rübergeschickt. So. Das ist eine extrem tiefe Höhle hier. Okay, so, ich muss sowieso jetzt die Options mal umschalten. Einen Moment. So, wir schalten mal gleich auf Super. So, und jetzt können wir besser gucken hier unten. So, das ist neu in dieser Höhle hier. Das ist Höhle 4. Und mit dem letzten Patch sind diese Babyleichen hier reingekommen. Massenhaft. Die Höhle, die haben wir eigentlich schon gecleant. Hier vorne dürfte jetzt erstmal nichts sein. So. Ja, wie gesagt, hier ist alles voller Babyleichen und das ist neu. Boris durchspielen. Sag das? Gigi gerade gesagt. Das Problem ist jetzt auch, wir haben, wir suchen jetzt krampfhaft die Climbing Axe. Die Climbing Axe, die war ja sonst vorne in der Höhle, die Nähe Strand war.
Oder ist, die ist ja noch da, die Höhle. Aber die Climbing-Axt ist nicht mehr da. Und der Tennisschläger, der in der Höhle ist, wo die Modern-Axt ist, der ist auch nicht mehr da. Ja, das ist alles weg. Die Modern-Axt ist noch auf dem alten Platz. Aber wie gesagt, Climbing-Axt, die ist weg und... Der Koffer will nicht, der leckt mich fett. Ja. Nein, noch nicht, noch nicht. Und es wird immer interessanter. Ja, Marcel, der weiß das. Marcel, soll ich dich mit einladen? Möchtest du mit reinkommen? Ich geh mal an der Seite. Ich geh mal an der Seite, da kann man nicht springen, das funktioniert nicht. Nein, habe ich schon gemacht. Ach doch, hier geht's. Es gibt eine neue, es gibt ja eine neue Höhle, na, was heißt neu? Ich glaube, die kam mit einem Patch 38 oder so raus. Ich weiß jetzt nicht genau, Marcel. Und zwar im Sinkhole ist nochmal, da ist ja so ein See und da ist nochmal so ein Loch und da kannst du runtertauchen. Und dann kommt man da so in eine geheimnisvolle Höhle rein. Und irgendwann soll es da auch weitergehen, aber wann? Keine Ahnung. Hol ich die Kassette. Vorne an dem Stein. Kassette? Oh, ja. Ja, Musik hören. Geil. Ach ja, stimmt. Okay. Ah, okay. So, die kann man, glaube ich. Kann man die sprengen? Nee, kann man nicht. Das wusste ich doch. Man kann sie nicht sprengen. Ja, zeigt auch nicht an, dass es, dass sie sprengen werden kann. Ich glaube, hier hinter ein E. Ja, wahrscheinlich wird in den Steinen irgendwas liegen. Ich habe ja auch eine größere Forest-Pause gemacht. Wir haben ja eine Weile viel, viel gestreamt mit den Wuiderern zusammen. Könnt ihr alles auf YouTube nachschauen. Etliche Streams und... Special mit bei. Ja, ein großes Kolosseum-Special haben wir gemacht und so weiter. Könnt ihr alles auf YouTube sehen. Und dann wurde es nachher immer schlimmer mit den Lachs und Bugs und Knacks und Packs und Hu und Fu und so. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ihr habt doch Forest. Weil es nachher schon gar nicht mehr spielbar war, nicht wirklich spielbar. Und ja, jetzt seit ein paar Wochen fangen wir langsam wieder an, so ein bisschen Forest zu streamen. Warte mal, geht's nicht hier auch irgendwo runter? Guck mal. So, hier sind noch 20 Milliarden Babyleichen. So. Okay. Und wir kennen ja mittlerweile hier wirklich jeden Winkel. Auf ja, Forest. Naja, die Höhlen so ein bisschen. Bist du hinter mir? Hinter dir, ja. So. Okay. Warte mal, hier, da gibt es bestimmt noch ein Close. Nein, noch zweimal sogar. Ah, Close ist immer wichtig, weißt du ja. So, wir gucken mal hier weiter. Warte, hü. So, ich habe auch was zu essen dabei. Keule, falls du nicht hast, kann ich dich mit füttern. Verfüttern. Hab heute wieder meine witzige Ader. Ja, heute bin ich extrem lustig drauf. Warte mal. Aber warum, weiß ich nicht. Vielleicht liegt's daran, weil du so eine komische Sido-Maske auf hast, weißt du? Und die bringt mich, zum Lachen, hahaha. Was? Hier waren wir schon drinne, ja. I don't know. Naja, doch, hier waren wir schon drinne. Wow, guck mal, hier gibt's ja noch eine Abzweigung. War hier nicht eine Gastsacke? Letztens hier runtergegangen. Und können jetzt hier noch lang gehen? Warte mal, hier ist noch ein Fidschi, Effigy. Ja. Einfach mal hier lang. So. So, ich bin nicht lucky, jetzt kann ich da. Dann schmeiß da nur durch. Hast du gesehen, ne? Und da war kein Dingens mit bei. Wo ich die Uffi nahm? Oh, hier geht's raus. Ah, warte mal, ich nehme mal noch die Stecker mit. Ich nehme mal noch die Stecker mit. So, wo geht's raus? Kommt, ich nehme hier unten. Ach, der, das geht nicht mehr. Gut. So, wo sind wir denn?
Aha, bei uns wieder. Bei uns? Ach, alles klar. Warte, ich komme raus, ich kicke. Nee, das ist nicht die Höhle zum Tauchgerät. Aber lass mal nochmal rein. Nochmal rein? Warte mal, ich muss aber erst den Pilz hier noch essen. Erstmal schnell den Pilz und den. Ich hab Hunger, ich will Pilze essen. So. Aber ess nicht so viel davon. Lecker Pilze, Alter. Gut, dann gehen wir nochmal rein. So. Hüpf. Dunkel war's. Bist du schon vorgelaufen? Da sitzt du. Du Schlingel. Du alter Bengel. Ohne Stängel. Aha. So. Ey, guck mal, hier muss irgendwie einer sein. Das ist bestimmt irgendwie der Hausmeister. Der muss wahrscheinlich immer die Effigies gleich wieder herrichten. Wenn die kaputt sind, dann gehst du ein Stück und wenn du wiederkommst, sind die wieder da. Bestimmt der Hausmeister gange. Mann! Mann! Jetzt kann ich wieder zuschlagen. So. Okay. Ich war doch letztens reingegangen, ja. So. Nee, da sind wir letztens nicht reingegangen. Doch, hier sind wir. Hier müssen wir lang. Da hier sind wir doch runtergegangen den Tag. Ja. Ja, das weiß ich ganz genau. Ach doch, da ist der Tisch. Hab ich doch gesagt. Aber auf mir hört ja hier keiner. Ja. Kein Schwein ruft mich an. Kein Schwein hört auf den Gunfrog. Du ein Frog. So. Hier waren wir auch schon. Hier liegen kaputte. Nee, nicht kaputt machen. Auf damit. Ja, da war's drunter. Alter, ich glaube, hier waren wir auch schon. Mach das Ding jetzt kaputt. Du alter Zerstörer, ey. Alter, ich höre was auf meinem linken Ohr. Also hier waren wir noch nicht drin, ne? Wie jetzt? Jetzt ernsthaft? Jetzt ohne Scheiß jetzt, oder? Wäre mir eine Ehre. So. Aber Hochzeit mit Poolparty. Ich höre was, linke Seite von mir. Hier muss irgendwas sein. Das hört sich an, als ob über mir einer mit dem Logsled fährt. Ja. Ist ja echt seltsam. Hörst du mich gerade? Nee. Ich glaube, hier kommt man nicht raus. Das sieht nicht so aus. Also, geh mal wieder zurück, komm. Hier geht's dann noch runter. Wie jetzt? Hier unten liegen noch Seile. Wie? Nee, ja, ich weiß. Ich hab hier noch Seile. Wie, so spruchreif ist das noch gar nicht. Der erste Schritt ist ja getan, also folgt der zweite demnächst irgendwann mal. Also ich denke, ich glaube, ein Jahr kann man sich Zeit lassen. War das nicht so irgendwie? Ein Jahr oder ein halbes Jahr? Ich weiß jetzt gar nicht. So, Bob van Rock, kommst du? Komm mal her. Nee, ich war da schon. Hey, komm mal her. Ach Mensch, ich will da nicht hin. Was soll ich denn da? Ist das Geräusch noch ekliger? Ja, ein Türk hier hoch. So, jetzt hier ich wieder. So. Ein Jahr. Ah, okay. Hühle, Düle, Hühle, Düle, Bühle. So. Ah, okay. Ja, ich wusste nicht mehr, ob es ein Jahr war oder bloß ein halbes Jahr. So, warte mal. Machst du die Stalagniten hier kaputt? Nee, nee. Mhm. Gut.
Ist heute nicht mehr so, ne? Ey, guck mal, hier geht's auch noch lang. Was, wie, wo? Ja. Ja, Bob, du sollst dir die Hände waschen, du Schmutzfink. Ja, Keule, oh, da sind wir doch eben reingegangen. Ja, oder? Ja. Vertrau mir, ich kenne mich hier aus. Sicher? Ja. Soll ich hier lang gehen? Den brauchst du nicht. Geh jetzt hier lang. Komm, mach das Licht an. Hör was. Ja, das ist oben. Oder ein Soundbug. Ja, hier schiebt schon wieder einer mit einem Dings durch die Gegend. Wasserfall. Guck mal, hier geht's auch noch. Ja, weiß ich, waren wir da auch schon. Ja, ich stream mit OBS, genau. Sag mal, wenn ihr auch eine 50.000er Leitung habt, dann müsstet ihr eigentlich auch total flüssig streamen können. Vielleicht sollten wir mal die OBS-Einstellung mal vergleichen. Eure mit meine. Und dann sollte es auch kein Problem sein, dass ihr ganz flüssig streamen könnt. So. Okay, hier ist der Kompass. Hier ist die Karte. Aber die Karte hatten wir ja schon. So, jetzt kommen wir auch wieder im Dorf raus. Im großen Dorf. Hier geht's auch noch lang, ja. Ja, weiß. Alter, ich höre hier gerade was schreien. In der Koffer. Und seit 4 Wochen nicht mehr. Vielleicht hat sich irgendwas umgestellt bei OBS oder so. Keine Ahnung. So, ich gehe jetzt mal oben nach oben, weil ich denke mal, der hat da oben gebrüllt. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Hä, was ist mit mir los? Was denn? Bist du verbuggt oder was? Na, auf jeden Fall kommen wir uns noch close. Jetzt fall ich runter. Ich hoffe, du stirbst nicht. Nö. Komischerweise keinen Schaden genommen. Hast du Glück gehabt. So, nehmen wir mal noch ein bisschen close mit hier. Doch, Rüstung habe ich verloren. Ja, ist klar. Lurch hatten wir. Ne, da war ich vorher, glaube ich, mit, ne? Komm hier nicht mal raus. Wie jetzt? Bist du da unten? Na klar. Was? Und das für ein Scheiß? So, warte mal, ich werde mal hier was trinken. Die gleich aufnehmen. Geht's jetzt? Jetzt gerade. Ah, da ist er. Ich hab schon gedacht, Alter. So, du kannst die Koffer hier alle aufmachen. Ich brauch die nicht. Das ist schön, dass es super läuft. Das freut mich. War ja jetzt eine Abkürzung zur. Ja, die kennen wir jetzt, eine Abkürzung. Ja, der hat den mega fetten Daumen. Das ist der Feuerzeugdaumen. Den kriegst du, wenn du 2 Jahre Riesen, wollte ich schon sagen. Forest gespielt hast oder 2 Jahre der Alpha. Und immer das gleiche Feuerzeug benutzt. So. Ja, das ist wahrscheinlich wieder ein Event hier auf Twitch in Gange. Und dann wird sowieso bei den kleinen Streamern die Leitung genommen, damit die Großen dann alles kriegen, weißt du. Und wir haben dann wieder mal das Nachsehen. Ich glaube, ab 10 oder 15 kriegst du erst wieder so ein kleines
Schub, so ein Zuschuss oder wie sieht das da schon bei denen? Dass dein Stream flüssiger läuft. Aber erstmal werden die Großen versorgt, wenn wieder irgendwelche Sachen sind. Wie letztes Wochenende, glaube ich, da war irgendwie Poker gewesen. Aber komischerweise lief letztes Wochenende mein Stream total flüssig. Also es hat sich niemand beschwert, also ganz im Gegenteil. Ersehner. Ach, schön gesehen. Gelernter Feuerzeughalter, ja. Au. So, einmal, ich bin die zahnfähig. Nehme... Ah! Oh, ey, bleib stehen, Junge. Was denn? Ja. Irgendwie wie Ballerina, guck mal. So. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ja. Und, ja, wie gesagt, dann haben sie die, werden die Leitungen denn, ja, gegen die besseren Leitungen, die großen Streamer alle. Und die kleinen, die hängen dann schön hinterher. Finde ich auch ein bisschen doof, ganz ehrlich. Ja, weil wir wollen ja auch streamen. Wir wollen ja auch leben. So, und verpartnern, das ist ja auch so eine Sache mit Twitch, das wisst ihr ja selber. Weil, da kommst du mal, ich hab hier Besuch. Oh, ich hab's hier. 1000 Volt Uschi, ja. Alter! Lass mich in Ruhe, du Affe! Ich hab durch den durchgehauen gerade, wa? Ja. Ja, wie gesagt, mit den Verpartnern ist ja auch so eine Sache, ist ja auch nicht so einfach. Ah, da musst du ja konstant 500 Leute haben. Mindestens 500 Leute. Oder mindestens, ich glaube, 10.000 Abonnenten oder irgendwie habe ich gelesen auf YouTube. Denn, hast du eventuell eine Chance, verpartnert zu werden bei Twitch? Ich glaube, so in etwa, glaube ich, war das. So. Ah, da ist noch ein Effigy. Da werden wir gleich noch umnieten. So. Komisch, der Kloster fliegt immer hier hin. Immer. Okay, gut. Aber ich werde mal meine Options wieder umstellen. Ich möchte, dass sie mich im Original hier haben, wenn ich draußen bin. So. Das ist doch viel cooler. In der Höhle stelle ich dann meistens mal auf Super. Weil das auch total farbenfroh ist, finde ich. So mit dem Rot und dem Blau da drin in den Höhlen. Ja, wenn das Feuerzeug an ist. Sieht echt geil aus. Die mögen nicht besonders, dann spielt die Zahl der Abonnenten keine Rolle, habe ich gelesen. Ja, aber die mögen dich besonders, dann spielt die. Hm. Echt jetzt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kenne ich gar nicht, habe ich noch nicht gelesen. Na gut, dann scheinen sie mich aber nicht zu mögen. Weil ich habe ja schon mal einen Antrag gestellt. Naja, gut, ist schon fast ein halbes Jahr her. Ah, da wusste ich das noch nicht, dass man da wirklich so viel Abos haben muss. Beziehungsweise Follower. Ich habe gerade ein Standbild. So, und hier war ja eben eine Dose. Ich habe da hier eben eine Dose gesehen. Das ist die scheiß Dose weg. Da ist die Dose. Wie viel ploppt hier. So, ich trinke mal einen Schluck. Alter, ich habe da eben erst was getrunken. So. Okay, Bob, wo geht man denn jetzt hin? Ah, wir gehen nirgendwo hin, weil ich muss was essen. Ich verhungere nämlich gerade, Keule. Oh. Kannst du mal machen? Echt jetzt? Okay. Na, dann probiere ich das nochmal, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich versuche das nochmal. Naja, du soweit bist, habe ich das vorher schon dreimal gemacht. Ein paar Bomben gemacht. Muss mich dringendst essen. Irgendwas faulet hier, komm. Ah. Kommt drauf an, was du streamst. Boah, also ich bin da ganz flexibel, was Stream angeht. Die erste Zeit kam ja immer nur Forest, aber jetzt ist ja ETS 2 draußen und Risen bin ich gerade dabei und ja, so ein paar andere Sachen.
Ja. Und viel Spaß, Gigi, mit Hundi. So, den letzten Fisch hau ich mir auch noch schnell panzen. Irgendwie bin ich eigentlich so die satt geworden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück ins Dörfchen. Heule. Und dann werden wir erstmal Schlüsselinski machen. Für heute. Für heute. Oder wollen wir heute Abend noch einen kleinen rinhauen? Denn was spielen wir heute Abend? Resident Evil 6 haben wir ja auch gestreamt. So. Wenn du irgendwas streamen willst, was du kein anderer macht, kann das auch ein Partner werden. Okay, war gut. Stadtland Fluss haben wir. Ja, doch haben sie. Ja, wurde auch schon gestreamt. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas finden. So. Und ich glaube, es war eine Voraussetzung, dass du mindestens dreimal die Woche streamen musst, ne? Ich glaube. Ja, ich glaube auch. Okay, dann lass uns mal rübergehen in Richtung Dörfchen. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 16. Okay. Kann mal jemand bitte in den Chat schreiben? Ausrufezeichen Uptime. Hab ich doch gerade gesagt. 16 Uhr. Nee, ich will gucken. Ach so. 16 Uhr 16 schon? Ja. Oh fuck. Jetzt aber ganz schnell rüber ins Dörfchen, ey. Ich muss nämlich langsam los. Sonst wird das heute Abend im Stream nämlich nichts mehr. Da oben ist einer. Zwei. Drei, vier, drei. Hau weg. Ich guck mal, wie der da liegt. Ich streame schon seit 46 Minuten. Ah ja, sieht gut aus. So. Hier ist noch ein Effigy. Nehmen wir Klos mit. Hier sind noch mehr Effigies. Ach, scheiß drauf. Hey, komm, lass uns erstmal nach Hause. Bei mir ist schon wieder was. Naja, ich bin bloß am Flitzen. Da ist die Flagge, da ist denn. Da fängt die Straße an. Boah, Alter, ich bin mega buggy. Lucky. So. Wo bist du? Ach da. Aua, du hast mich gehauen. Warum machst du das? Ich gar nicht. So. Wo ist die Straße? Da sind unsere. Warte mal, so, dann müssen wir hier lang. Hier, so, hier, da müssen wir lang. Wir sind gerade Richtung Loch gelaufen. Ja, wir sind Richtung Loch gelaufen, genau. Nee, der hat Loch gesagt, hahaha. Ja, Loch. Und laufen. So. Tüdelü, 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 tüdelü. Voll lucky, das ist scheiße. Also ich habe gerade jetzt 25 FPS. Bin nicht. Hier ist auch ein Baum gespawnt, hier zwei hier gleich hier auf dem Weg. Dauerhaft unter 10. Und jetzt habe ich gerade 9. So, hier geht der Weg steil da unten.
Ich weiß nicht, warum wir hier nicht bauen können. Das verstehe ich nicht. Warum das hier. Das ist bei dir auch so mit den Steinen hier? Ich kann doch nichts ansetzen. Ja, auch nicht. Das ist ja komisch. So, ach, da sind wir ja auch schon wieder zu Hause. Wollen wir mal gleich speichern? So, kommst du? Hey, das Tor macht keine Geräusche bei mir. Bei mir ja. So, haben wir doch 50 Minuten geschafft. Hm, so lange wollte ich gar nicht. Sieben FPS. Ich gehe oben zum Shelter, ne? Hölle? Ja. So. Speichern wir mal eine Runde. Zack. Ach ja. Gut. Okay. So, Freunde der Nacht. Das soll es dann heute auch mal. Ja, das soll es dann heute gewesen sein. Hier machen wir einen Cut. Und hör mal auf. Mit dem Busch schlagen, ich bin so lucky. Der stört mich immer in der An- oder Abmoderation. Das ist immer das Gleiche. Ich weiß nicht. Ich muss den, glaube ich, mal an die Kannibalen verfüttern hier. So. So, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Und der quatscht schon wieder dazwischen. Und vor allen Dingen wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ja. Mal sehen, vielleicht streamen wir heute nochmal. Heute Abend, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ihr lest es ja eh auf dem Handy, wenn ich online bin. Und dann, ja, schauen wir mal. Judy, ich verabschiede mich. Bis denn, Freunde. Euer Gunfrog. Ciao.